Vielen Dank, Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, Herr Kollege Jung, wir müssen uns noch einmal klar machen, was wir heute tun. Diese Bundesregierung bekennt sich nicht nur zu den Klimaschutzzielen, sondern sie sorgt dafür, dass sie endlich eingehalten werden. Wir steigen endlich ein nach Jahren der Planwirtschaft durch Ihre Partei in marktwirtschaftlichen Klimaschutz, der funktioniert. Dieses Land hält sich an seine Klimaziele, meine Damen und Herren, und zwar ohne die Planwirtschaft von CDU und CSU, um das in aller Deutlichkeit zu sagen. Das alte Klimaschutzgesetz, da sollte bis ins Detail, Matthias Mirtsch hat es gerade gesagt, bis ins Detail alles aufgeschrieben und nachgewiesen werden. Am Ende haben Sie die Klimaschutzziele gerissen. Man muss sich das einmal klar machen, worüber Sie heute abstimmen, Herr Kollege Jung. Sie werden heute gegen diese Gesetzesnovelle abstimmen. Man muss sich das klar machen. Deutschland hat im Jahr 2023 seine Klimaschutzziele erreicht. Und durch Ihr Abstimmungsverhalten nehmen Sie sehenden Auges in Kauf, dass es in Deutschland, wie der Verkehrsminister zu Recht gesagt hat, zu Fahrverboten kommen könnte. Das ist die Wirtschaftspartei CDU und CSU im Jahr 2024, liebe Kolleginnen und Kollegen. So stehen Sie da. Liebe Union, Sie sind allen Ernstens dazu bereit, obgleich Katharina Dröger hat es gesagt, Matthias Mirsch hat es gesagt, obgleich es nichts an den Klimazielen ändern würde, Sie sind allen Ernstes dazu bereit, drastische Maßnahmen für Deutschland zuzulassen, die Sie in Ihrer Regierungsverantwortung vorbereitet hatten. Dem Klima und ich glaube, Herr Jung, das muss man begreifen, wenn man Klimaschutzpolitik macht. Dem Klima ist es vollkommen egal, ob die CO2-Emissionen aus dem Energiesektor, aus dem Industriesektor oder aus dem Verkehrssektor kommen, meine Damen und Herren. Wir halten die Klimaschutzziele an. Das ist der Auftrag dieser Bundesregierung. Und dabei lassen wir endlich der Marktwirtschaft zum Durchbruch verhelfen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute ist deshalb nicht nur ein guter Tag für die Autofahrerinnen und Autofahrer in Deutschland, sondern eben auch für unseren Klimaschutz. Und ich fand es schon sehr bemerkenswert, was wir die letzten 72 Stunden von Seiten der CDU und CSU erlebt haben an der Stelle. Man kann ja in der Sache unterschiedlicher Auffassung sein. Aber dann juristisch nach Karlsruhe zu gehen mit einem Eilantrag, das ist ja offensichtlich der Antrag des Kollegen Heilmann, breit in der CDU-CSU-Fraktion getragen, mit einem Eilantrag nach Karlsruhe zu gehen und sich als Kronzeugen der Begründung für den Eilantrag die Lobbygruppe Deutsche Umwelthilfe zur Seite zu stellen. Liebe Kollegen, ich bin fast froh, dass kein Redner der CDU sich heute hier am Pult festklebt. Was ist das denn, bitte schön? Sie sind der parlamentarische Arm der Umwelthilfe, dieses Lobbyvereins. Das ist die Union geworden. Meine Damen und Herren, nein. Das Bekenntnis zu den Klimazielen ist nicht nur ein politisches. Das setzen wir in die Tat um. Sie machen sich zum Anwalt eines Abmahnvereins. Das, was wir tun, ist, die Klimaschutzziele in der Realität umzusetzen. Beispielsweise durch Technologieoffenheit. Ob im Gebäudesektor oder im Verkehrssektor. Katharina Dröge sprach vollkommen zu Recht vom fossilen Teil des Verbrennungsmotors. Diese Koalition setzt sich in Brüssel dazu ein, dass der Verbrennungsmotor in Zukunft eben auch noch besteht. Wir kämpfen täglich gegen Ursula von der Leyen und Ihre Partei bei dem Thema und für die Autofahrerinnen und Autofahrer in Deutschland, Herr Kollege Jung. Das ist die Wahrheit. Das macht diese Koalition. Und ich will das zum Schluss sagen, weil Herr Jung ja angemahnt hat, was tut denn diese Bundesregierung ganz konkret für den Klimaschutz im Verkehrssektor? Ganz konkret. Ich habe von Technologieoffenheit gesprochen. Matthias Mirsch und Katharina Dröge von Flexibilität vollkommen zu Recht. Was machen wir konkret? Diese Koalition hat beschlossen, dass das absurde Verbot der alten Bundesregierung, die Sie geführt haben, dass das absurde Verbot von synthetischen Kraftstoffen in Deutschland abgeschafft wird. Ich werde heute Nachmittag den besten Termin des Tages haben. Ich werde an einer Berliner Tankstelle heute den ersten klimaneutralen Dieselkraftstoff tanken, meine Damen und Herren. Das ist gelebter Klimaschutz, anders als Sie dazu jemals in der Lage waren. Ich danke Ihnen. Also wach sind Sie jedenfalls alle. Das kann man hier bestätigen. Und jetzt erhält das Wort Dr. Thomas Gebhardt für die CDU-CSU-Fraktion.